Was muss ich machen, um richtig Geld zu verdienen? Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute geht es um künstliche Intelligenz, einem Chat, der dir so gut wie jede Nachricht beantwortet. Und zwar, das ist ChatGPT. Möchte ich jetzt gleich mal vorstellen. Los geht's. Viel Spaß euch. In diesem Video werden wir uns GPT-3, einen enorm leistungsfähigen Sprachmodell, genauer ansehen. Im ersten Teil des Videos werden wir uns ansehen, was GPT ist und wie es funktioniert. Im zweiten Teil des Videos werden wir uns die Anwendungsmöglichkeiten angucken und da starten wir jetzt gleich mal rein. Als erstes könnt ihr einfach über GPT Skripte schreiben lassen. Ihr könnt genauso euch auch einfach einen Aufsatz schreiben lassen für die Schule. Das ist super praktisch. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Was sagt denn jetzt das Programm dazu, wenn wir Geld verdienen wollen, wenn wir mal richtig reich werden wollen? Was müssen wir denn dafür machen? Können wir ja einfach mal fragen. Was muss ich machen, um richtig Geld zu verdienen? Mal schauen, was uns der Chatbot hier mal ausspuckt. Um richtig Geld zu verdienen, gibt es einige Schritte, die Sie unternehmen können. Finde heraus, was Sie gut können und was Ihnen Spaß macht. Schon mal eine gute Antwort. In dem haben Sie bessere Chancen, erfolgreich zu sein. Würde ich auch so akzeptieren. Machen Sie sich mit dem Arbeitsmarkt vertraut und sehen Sie sich an, welche Jobs in der Branche gefragt und gut bezahlt werden. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen. Da geht es auch darum, Stärken. Das sind direkt Ratschläge auch für euch, Companieros. Als nächstes, seien Sie bereit, hart zu arbeiten und Ihren Job gut zu machen. Also halt viel Disziplin reinzubringen. Und nutzen Sie Ihr Netzwerk und suchen sich Unterstützung. Top Antwort. Weil ich sage auch immer gerne, dein Netzwerk ist deine stärkste Währung. Wer das auch so sieht, einmal das Video liken bitte. Hört sich doch erstmal gut an. Wollen wir mal herausfinden, wie tief wir jetzt eigentlich noch ins Detail gehen können? Und zwar, wie finde ich denn heraus, was ich gut kann? Da wollen wir mal schauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, was Sie gut können. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Stärken und Fähigkeiten. Fragen Sie sich, was Sie gut können und wo Sie sich bereits wohlfühlen und motiviert sind. Hier steht auch noch, sprechen Sie mit Freunden, Familie und Kollegen. Die können auch Ihre Fähigkeiten einschätzen und qualifizieren, Feedback einzuholen. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Also fragen Sie Ihr Umfeld. Man sagt ja auch, sag mir, mit wem du dich umgibst und ich sag dir, wer du bist. Das ist ja schon mal ganz interessant. Und überlegen Sie sich, in welchen Bereichen Sie sich besonders wohl und engagiert fühlen. Das ist auch cool. Dass Sie genügend Zeit und Raum geben, um herauszufinden, was Sie gut können. Auch nicht verkehrt, weil manchmal ist man zu hastig und überschlägt dann ein, zwei Steps. Das ist auch ein guter Ratschlag. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben das gefunden, diese Fähigkeit. Diese Fähigkeit ist, gut vor der Kamera zu reden. Wie können wir jetzt damit Geld verdienen? Wollen wir mal fragen. Wir gehen immer weiter ins Detail. Wie kann man viel Geld verdienen, indem man vor der Kamera spricht? Nachrichtensprecher. Dieser Beruf erfordert neben gutem Sprechen Präsentationsfähigkeiten. Noch auf Sendung oder nicht? Also ich gehe nach Hause. Gerne. So, das war es jetzt erstmal soweit mit dem Video. Jeder konnte jetzt erstmal sehen, was dieser Chat eigentlich alles kann. Das ist eine Kombination aus künstlicher Intelligenz, Google und Mensch. Das ist einfach wie so eine Supermacht. Super krass. Und man kann das noch für vieles mehr verwenden. Wenn ihr mehr sehen wollt, was damit noch alles möglich ist, dann klickt gerne in der Videobeschreibung unten rein und probiert diesen Chat einfach mal selber aus. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert und wenn ich noch mehr Videos dazu drehen soll,
Lasst es mich gerne wissen. Bis dahin, ich wünsche euch noch alles Gute, euer Danny. Peace, liebe Grüße aus Paraguay, Gottes Segen an alle da draußen und bis bald mal wieder.